Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Ich bin's, der Black, und wir sind natürlich auf der Nexus, beziehungsweise im Center, wo wir Scott, unseren kleinen Bruder, besucht haben, der endlich aus der Stasis aufgewacht ist oder aus seinem Koma, was da war. Und hoffen wir, dass wir das vernünftig hinbekommen. So, ich soll eigentlich zur Andockbucht, ich werde aber dennoch nochmal zum Kommandodeck gehen, weil ich würde gern mit dem Pathfinder mal allein sprechen, mit dem Dalaianischen. Ja, genau so ist es. Der Asari, Patriarchin Ishara, war zuvor bei dem Versuch, Verhandlungen mit dem Cat aufzunehmen, getötet worden. So ist es. Wir reden später weiter, Davis. Alles klar, ich bin hier. Varys verlor ihren Titel als Pathfinder und wurde durch ihre Stellvertreterin Bedaria Damani ersetzt. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Genau. So, ich wollte eigentlich nicht mit Dingens. Ich wollte zum einen mal nochmal zu Cash mal schauen, ob ich nochmal mit ihr reden kann, wegen der Geschichte. Ihr wisst schon. Mal gucken. Ich mache mir Sorgen. Spender sitzt also hinter Gittern, hm? Tja, er wird nicht lange überleben, wenn sie ihn wieder freilassen. Dafür sind zu viele Leute wütend auf ihn. Wie wütend genau? Sagen wir einfach, ich habe ein paar Techniker, die dafür sorgen, dass die Sicherheitssysteme der Luftschleusen auch funktionieren. Gut, er hat ein paar Leute betrogen, aber ihn deshalb zu töten, wäre Mord. Als wäre er durch die Probleme, die er verursacht hat, nicht auch für einige Todesfälle verantwortlich. Irgendjemand wird ihn irgendwann erwischen. Und ich freue mich schon darauf, davon zu hören. Aber auf meiner Station wird ohne meine Erlaubnis niemand aus der Luftschleuse geworfen. Gut, danke. Das wollte ich hören. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Bis zum nächsten Mal. Eigentlich war es nicht alles. Ich guck nochmal. Ich habe gehört, irgendein Kroganer hätte in Kedaraport Ärger gemacht. Nö. Ich weiß nicht, wovon Sie da reden. Natürlich nicht. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Bis zum nächsten Mal. Das stimmt immer noch nicht. Sie sollten meinen Großvater am besten eine Weile in Ruhe lassen, Pathfinder. Ja, das habe ich mir gedacht. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Versuchen Sie da draußen nicht zu sterben. Noch ein letzter Versuch, sorry. Pathfinder? Na gut, okay, jetzt weiß ich. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Bis bald. Ja, diesmal war es wirklich alles, was ich wissen wollte. Drake? Hey, Ryder, wir sollten besser leise sein. Cash hat ziemlich viel zu tun, seit alle Bereiche der Station aktiv sind. Ich hoffe, der Kampf hat sie nicht so sehr mitgenommen. Ich wette, mir geht's nicht halb so schlecht wie diesem Pajax. Ich liebe es, ihr bei der Arbeit zuzusehen. Ist meine Enkelin nicht großartig? Ohne sie wäre diese Station schon lange vor ihrer Ankunft auseinandergefallen. Noch was? Drake, bleib doch mal stehen! Drake! Was? Nicht jetzt, Pathfinder! Dass uns diese Materialien ausgegangen sind. Ich weiß nicht, aber wenn... So, Cash hat zu tun. Natürlich reden wir nochmal mit der, die ich am wenigsten leiten kann. Hier oben, Addison. Ja, Pathfinder? Hat es unmittelbare Reaktionen auf die Entlarvung von Spender gegeben? Natürlich. Der von ihm angerichtete Schaden hat Narben hinterlassen, die wir noch lange spüren werden. Außerdem musste ich Kreide fressen. Nicht unverdient, wie ich zugeben muss. Wir sind alle ohne ihn besser dran. Brecker sieht das möglicherweise anders. Er muss jetzt zusätzlich alle Aufgaben von Spender erledigen. Herzlichen Dank dafür! Tja, muss sein. Aber schön ist, dass sie sagt, dass es zumindest nicht unverdient war. Das stimmt mich etwas versöhnlich. Direktor Addison. Pathfinder. Noch was? Pathfinder. Nein. Direktor Addison. Pathfinder. Ja, hast du schon gesagt. Sorry, wegen den Aufgaben und so. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Gar nicht. Bis zum nächsten Mal. Andererseits können wir mal gucken, Pathfinder? Ob wir wieder Überlebensfähigkeitspunkte, irgendwie Statuspunkte übrig haben. 5! Ach ne, 5 Belohnungen zum Einsammeln. Ja, dann erstmal zurück. Dann sammeln wir erstmal ein. So.
Milchstraßenforderungsdaten, Minerallieferung, Verbrauchslieferung, Tech-Materiallieferung, Credit-Lieferung. Okay, wir haben 28 von 20 Vorbeine. Wir haben eine Kryo-Kapselpunkt weiter. Feldanalyse, zusätzliche Mineralienvorkommen, zusätzlich seltene Mineralienvorkommen werden verfügbar. Resolution in Zautaufwand, okay. Verteidigungsdingensens. Erhalten die regelmäßig organische Materialien, Apex-Taktik, 15 mehr Credits, Ohren auf dem Boden, nach abstehenden Arbeiten, nee, brauchen wir beides nicht. So, was haben wir hier? Verdienen Sie durch Investitionen in regelmäßigen Abständen große Mengen Credits, naja, okay. Erhöhen Sie die Menge Rohmaterial, dann nehme ich mal am besten für die Feldanalyse, komm. Ja, komm, blum, okay. Ich denke mal, das Wichtigste habe ich da freigeschalten. Da wird es nicht mehr so viel Wichtiges geben. Insofern ist ja alles gut. Wir gehen nochmal hier rein. Und gucken nochmal hoch. Ja, ist ja auch schön. Gucken erstmal nochmal hoch zu Ten. Zweitens natürlich hier. Zu Cora. Cora. Hey, Ryder. Dankeschön. Schön, dass du so viel sagst. Sehr gesprächig. Ja, offensichtlich sind die Pathfinder schon unterwegs. Asari scheinen einfach nur glücklich darüber zu sein, dass sie noch leben. Allerdings hat die Nexus bald keinen Platz mehr, um sie unterzubringen. Ich weiß. Wir brauchen dringend Außenposten. Wir haben mehr als genug. Mecker nicht. Wären Sie bereit, sich wieder in Stase versetzen zu lassen? Nach allem, was Sie durchgemacht haben, bezweifle ich das. Ne, das Gespräch hatten wir aber, glaube ich, schon, deswegen unterbreche ich mal. Nicht so ungut, okay? Meridian mag verlockend sein, aber wir müssen uns von der Vorsicht leiten lassen. Direktor, als Pathfinder gehört es zu meinem Job, Risiken einzugehen. Meridian ist unsere Chance, eine Heimat zu finden. Was soll daneben noch wichtig sein? Massaker im großen Stil durch die Kett zu verhindern, zum Beispiel. Das kann ohnehin passieren. Es ist das Risiko wert. Das sieht die Führungsriege anders. Unsere Entscheidung ist endgültig. Haben Sie noch weitere Anliegen? Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Es war mir ein Vergnügen. Die Führungsriege. Ich sehe eine großartige Zukunft für uns. Ich nicht, wenn du so weiter so zögerlich bist. Letzten Endes, man muss es doch so sehen. Die Cat sind da. Die gehen nicht weg, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Und wenn wir gegen die Cat nichts unternehmen können, gehen sie niemals weg. Und wir werden immer wieder Angriffen ausgesetzt sein. Die Cat werden immer wieder vielleicht nur kleine Teile der unserer Bevölkerung finden, töten oder aufsteigen lassen, was noch schlimmer ist. Wir werden immer wieder irgendwelche Probleme bekommen. Und irgendwann sind da nicht mehr viele da, die sagen können, ja, hier, wir greifen jetzt mal Meridian an. Tatsache ist, eine Offensive ist absolut notwendig. Warum ich hier rumrenne, weiß ich auch nicht. Ich wollte eigentlich hier rein. Genau. So. Muss ja mal so gesagt werden. So, wir gucken mal, was sich die Jungs ausgedacht haben. Die Völker der Initiative konnten sich bislang nicht auf einen einheitlichen Lehrplan für alle Kinder einigen. Insbesondere die Asari beharren auf ihren Forderungen. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ja. So, wir müssen zur Andockbucht. Nee, wir müssen rauf. Oho. So, okay. Irgendjemand möchte auf dem Außenposten, habe ich so im Hintergrund gehört. Das ist aber erstmal egal. Wir möchten hier hinten rein. Hopp. So, auf ins Tech-Labor. Ryder, gut, dass Sie hier sind. Wir haben mit Dr. Eridana und ihrem Team diskutiert, wie Sie nach Meridian kommen. Wir denken, wir haben eine Lösung gefunden. Ich höre. Das sind Pläne für eine neue Technologie, die wir Ghost Storm nennen. Wenn sie sich Meridian nähern, können unsere Schiffe die Signatur der Tempest nachahmen. Die Cat werden nicht wissen, welche die echte ist. Ihre Sensoren werden verrückt spielen und wir können ihre Schiffe weglocken. Das könnte ihnen ein wenig Zeit verschaffen. Wurde es getestet? Was, wenn es nicht funktioniert? Sie sind doch clever. Ich bin mir sicher, Ihnen wird schon etwas einfallen. Wir handeln gegen die Initiative und sind auf uns allein gestellt. Das haben Sie nicht gehört. Was gehört? Wir sind schon den ganzen Tag damit beschäftigt, Gamma-Diagramme auszuwerten. So ist das nun mal als Pathfinder. Risiken sind Teil des Jobs.
Eines Jobs, für den wir nicht bezahlt werden. Nach dem hier wohl kaum. Als erstes müssen sie die Ghoststorm-Technologie erforschen. Anschließend treffen wir uns bei Meridian. Viel Glück. Okay, das heißt... Hauptsächlich, weil Cat-Technologie offenbar mimetisch ist. Sie nutzen Entwicklungen unterschiedlichster Herkunft, um ihre eigenen zu verbessern. Das ist ein bekanntes Muster. Beobachten, unterwerfen, einbinden. Wie jo. Viele haben sie wohl eingebunden? Wie viele Elemente des Lebens in Andromeda wurden erstickt oder gingen verloren? Darüber kann ich nicht spekulieren, Professor. Wir sollten damit rechnen, dass die Cat auch aus Technologien der Initiative lernen und sie einbinden werden. Ja, damit rechne ich leider auch. Diese Ghoststorm-Technologie müssen natürlich, Verbesserungen, wahrscheinlich hier drin irgendwo, Gewichtsregulator, nee, Granatenwerfer, nee, Ich habe keine Ahnung, wo die sein soll. Milchstraßentechnologie. So, das müsste ja eigentlich eine Milchstraßentechnologie sein, ne? Plasmaladesystem, Konzentrationsschlachtfeldhilfsmodul, nö, So. Oder steht die unter Waffen? Weil, wie gesagt, stand ja da, ich muss sie erforschen. Solange die nicht erforscht ist, wird es halt nichts. Vielleicht muss ich das gar nicht selber machen? Ich weiß es gar nicht. Wir werden sehen. Ich will das ja eh noch nicht angehen, insofern. Oder muss ich die entwickeln? So, wir haben hier. Kinetische Implantate und Liams Panzerungsupgrades. Nee, okay. Wir haben es offensichtlich noch nicht notwendig, das zu tun. Vielleicht kommt auch eine automatische Meldung, wenn es denn irgendwann soweit ist. Momentan sehe ich das noch nicht so als dringendliches Ziel an. Was haben wir hier? Nexus. Wir müssen runter. Warum auch immer. Tipp, tap, tipp, tap. So, okay. Hier hinter? Andere Seite, zur Andockbucht müssen wir natürlich, wo sollen wir sonst hin? Dann gehen wir zur Andockbucht und es wird auch Zeit, dass wir wieder mal auf Reisen gehen, dass wir uns auf den Weg machen und die neuen Missionen, die wir haben, erfüllen. Da ist ja noch ein bisschen was zu tun. So, Rückkehr zu Tempest, natürlich! Gucken wir mal. Lalalalala. Der Bildschirm. Na komm, starte. Ist natürlich ein versteckter Ladescreen auch hier gewesen. Aber ja, immerhin solche Ladescreens kann man hier mitnehmen. Kann ich Sie kurz sprechen? Natürlich, geht sofort Sie los. Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder. Okay, bevor wir richtig losfliegen, haben wir offensichtlich einiges zu tun. Vetra Nix, einen Augenblick auf den Planeten. Eine E-Mail von Vetra. Okay, dann gehen wir erstmal zu Kello. Ah, da sind Sie ja. Ich wollte Sie etwas fragen. Als Sie die Salarianische Arche gefunden haben, war da irgendetwas merkwürdig? Einfach nicht so, wie es sein sollte? Naja, eigentlich. Sie meinen, abgesehen von dem aufgestiegenen Kroganer, den Artefakten und einem Stich in den Nacken? Wieso fragen Sie? Weil wir vor ein paar Stunden das hier erhalten haben. Hallo Ryder, ich glaube nicht, dass die Kaperung der Salarianischen Arche ein Zufall war. Wenn Sie mehr wissen wollen, treffen wir uns bei diesen Koordinaten. Das ist alles. Denken Sie, das Ganze könnte einfach nur ein schlechter Scherz sein? Ja, aber... Wenn ich so darüber nachdenke, erscheint es mir schon ziemlich unwahrscheinlich, dass eine Cat-Armada einfach so über die Salarianische Arche stolpert. Zufälle passieren, aber wenn man es so betrachtet... Ich gebe die Koordinaten für dieses Treffen in den Navigationscomputer ein. Es kann vermutlich nicht schaden, der Sache nachzugehen. Es wird nicht schaden, der Sache nachzugehen. Auf Hawal, okay. Was kann ich für Sie tun? War schon, okay. Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Ganz genau. Sie wissen, wo Sie mich finden. Ich nehme mal an, hier. Hazui vielleicht noch eine kleine Meldung? Wie geht's? Wir wollen uns gegen die Initiativen Anführer stellen. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Genau. Aber natürlich. Ich denke mal, unsere Crew wird schon hinter uns stehen, das wird schon passen. So. Einladung nur für den Pathfinder von Sevina Rika. Hallo Ryder, ich weiß, Sie haben viel zu tun, so wie wir alle.
Aber wir sollten nicht vergessen, unsere Siege zu feiern. Die Wiedervereinigung so vieler Pathfinder ist mit Sicherheit ein würdiger Anlass. Wenn Sie das nächste Mal auf der Nexus sind, schauen Sie mal im Pathfinder-Hauptquartier vorbei. Wir haben es alle verdient, mal wieder zusammenzusitzen. Beste Grüße, Rika. Ich war da gerade da. Ja, aber na gut, okay. So, Kedera von Redra. Ryder, keine Sorge, Sid hat nichts Fahrlässiges angestellt. Dieses Mal, soweit ich weiß. Ich habe gerade auf Kedera etwas Cooles gefunden. Wir wollen uns dort treffen. Ich hänge es an den Nav-Punkt an. Cool. WG, danke. Hallo von Kello. Hallo Ryder. Das hier hat mir einer derjenigen geschickt, die wir zur Nexus zurückgebracht haben. Ich dachte, sie würden es vielleicht gerne lesen. Nur zur Erinnerung, falls sie jemals jemanden brauchen, der sie direkt zum Lebensnerv dieser Cat-Monster bringt, ich bin da, Kello. An Kello-Chat von Sorbiel Tain. Ich hoffe, ich schreibe an den Richtigen. Fliegen Sie dieses Schiff, die Tempest? Mir wurde erzählt, einer aus unserem Volk wurde dem menschlichen Pathfinder helfen. Danke, dass Sie uns von diesem schrecklichen Schiff geholt haben. Die Eindrücke, die Gerüche, sie werden mich mein Leben lang begleiten. Sie und Ryder haben dafür gesorgt, dass sie nur Erinnerungen sein werden. Machen Sie uns stolz. Sorbiel Tain. Natürlich machen wir das. Ja, Schwefelquellen von Redra, natürlich, das nehmen wir auch an. Das geht auf jeden Fall los, aber nicht mehr heute. Heute reden wir mal mit allen anderen nochmal kurz. Mal gucken, was die noch zu sagen haben. Ja, zu was auch immer. Okay. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Auf jeden Fall. Zu was auch immer. Hörr. Ich meine, ja, ich denke, ich weiß nicht, ob ich noch mit allen reden muss. Ich werde es dennoch mal tun. Mal gucken, habt ihr noch was? Pathfinder! Nein. Wir können uns später weiter unterhalten. Ja. Klar. Wenigstens mit Vetra würde ich noch mal reden, wegen der Emil. Da ist er. Für Sie habe ich immer Zeit. Das ist schön. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Natürlich. Was ist das da im Hintergrund? Ach so, das war Jarl. Alles klar. So, nun gut. Ich denke mal, wir sollten uns dann wirklich in Richtung Navigationskonsole begeben und den nächsten Planeten ansteuern. Wir haben ja jetzt wieder einiges... Ohne erhebliche Aufbereitung ist es unverdaulich. Die Hydrolyse der Zellulose wäre extrem ineffizient. Wollen Sie immer noch rausfinden, wie Sie die Pflanzen in Helios essbar machen können? Oh, Mist. Ich habe schon wieder laut gedacht, oder? Nee, ist ja auch richtig. Musst du ja machen. So, ich glaube, ich dock trotzdem nochmal an, weil wegen Feiern und sowas, das machen wir. Komm, dann haben wir es gleich weg. Feiern muss sein. Wir haben mittlerweile alle Pathfinder da. Und ich denke mal, das sollte wirklich gefeiert werden. Das verdient eine Feier. Punkt. Deswegen gehen wir eben nochmal in das Habitat der Pathfinder oder wie auch immer das heißt. Und feiern eine Party. Es kann kommen, wer will. Es sei denn, er mag Pathfinder nicht. Oder so ähnlich. Naja, jedenfalls, ich würde mal sagen, wenn wir jetzt schon eine Feier feiern, könnte es durchaus sein, dass wir uns wirklich doch langsam dem Ende nähern, obwohl noch so viel zu tun ist. Nun gut, wir werden sehen. Andererseits bin ich fast am Überlegen, das nicht unbedingt zu triggern, aber was muss, das muss. Feiern muss auch mal sein. Und ich meine, wir sind gerade da. So. Das heißt, flup, 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 flup. Habitationsdeck, Kryostation, Kommandozentrale. Verteidigt ihre Position als kroganischer Overlord. Ja, das wissen wir. Die Kroganer, die Nexus verlassen hatten, machte Jorgels Drux Ansprüche auf den Platz ihres rechtmäßigen Führers. So, okay. Wir feiern. Das ist notwendig. Es ist immer notwendig, mal auszuspannen. Ah, Ryder. Nehmen Sie Platz. Danach wurden die Cat nervös. Ich habe eine Weile gebraucht, um zurückzukommen. Die fürchten bestimmt, dass sie kurz davor stehen, rauszufinden, was es mit dem Aufstieg auf sich hat. Das will ich hoffen.
Das ist klasse. Es ist bestimmt überaus befriedigend, den Cat ihre Arroganz aus dem Gesicht zu wischen. Ihre Sternenkarten waren übrigens sehr hilfreich. Oh, natürlich. Ich werde noch eine Weile die Geißel kartografieren, wobei Ryders Daten aus den Gewölben eine große Hilfe sind. Ich schicke Ihnen, was wir aktuell haben. Ich nehme auch eine Kopie. Jede Erweiterung des Suchrasters ist sinnvoll. Suchen Sie immer noch Stase-Kapseln? Und wir finden welche. Es macht einen gewaltigen Unterschied, wenn man eine Partner-KI hat. Ich werde einen Nachfolger ausbilden und einen Weg finden müssen, ihn auf all das vorzubereiten. Ich glaube nicht, dass man sich darauf vorbereiten kann. Man lebt die Aufgabe und gibt sein Bestes. Ja, mehr Ausbildung wäre schon gut gewesen, aber... Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, was für eine Art Pathfinder man ist. Stimmt wohl. In der Zwischenzeit müssen wir uns um eine ernste Angelegenheit kümmern. Der erste in Andromeda abgefüllte Jahrgang ist als Geschenk angekommen. Zum Glück habe ich meinen Flachmann dabei. Verdammt, riecht das gut. Da wir gerade einen Augenblick für uns haben, wollen wir anstoßen? Natürlich. Und zwar auf? Auf unsere Crews, unsere Sams und auf uns. Mögen wir immer unseren Weg nach Hause finden. Natürlich. So, wenn wir schon mal da sind, können wir gleich nochmal mit Rika sprechen. Ah, Ryder, meine Heldin. Wir Salarianer haben einen harten Weg vor uns. Es ist schwer, nach dem Erwachen so einen Verlust zu verarbeiten. Aber wir sind nicht die Ersten. Nur ein Volk von vielen. Haben Sie etwas auf dem Herzen? Ja, ja. Wie läuft es mit der Gewöhnung Ihres Volkes an das Leben hier? Wir sind belastbar. Unsere Lebenserwartung ist gering. Darum haben wir eine eingebaute Energie, die uns jede Minute optimal nutzen lässt. Viele von uns kümmern sich darum, unseren Nachwuchs zu sichern und suchen nach Gelegenheiten, Welten zu besiedeln. Ich habe einige ausgewählte Teams, die die Cat studieren. Je mehr wir über den Feind wissen, desto besser sind wir vorbereitet, was auch immer er uns als nächstes schickt. Das ist toll. Wie sind Sie bei der Initiative gelandet? Ich wurde in der Milchstraße berühmt, weil ich einen Weg gefunden hatte, die Biodiversität auf meiner Heimatwelt wiederherzustellen. Wir wussten seit Jahrzehnten, der Planet würde uns schon bald nicht mehr versorgen können. Deshalb wurde ich so etwas wie eine Heldin. Meine Arbeit erregte die Aufmerksamkeit ihres Vaters und er, wie soll ich sagen, ließ seinen Charme spielen, um mich für die Initiative zu gewinnen. Ach, wirklich? Ihr Vater konnte sehr charmant sein, wenn er wollte. Was erstreben Sie? Für sich selbst, meine ich. Für mich selbst? Ich wollte immer nur Klarheit. Ich verbringe viel Zeit damit, in den Spiegel zu sehen und versuche dabei, mich selbst zu verstehen. Manche mögen das narzisstisch finden, aber wenn ich mich selbst kenne, kann ich im entscheidenden Moment wahrhaftig sein und muss mich kaum noch hinterfragen. Letztlich ist meine Motivation, ein Leben ohne Reue zu führen, und ich bin dem schon recht nahe gekommen. Geht es Captain Hager gut? Hager trainiert dafür, mein Nachfolger zu werden, falls oder wenn es erforderlich wird. Wir haben während unserer Gefangenschaft viele Anführer verloren. Es sind einige Posten offen, die besetzt werden müssen. Hager ist ein engagierter Offizier. Für ihn gibt es keine Grenzen. Er würde einen starken Pathfinder abgeben. Sie erwägen aber nicht, uns zu verlassen, oder? Natürlich nicht. Aber das Leben ist ein Balanceakt und an jeder Ecke lauern Stolpersteine. Je besser er vorbereitet ist, desto problemloser verläuft der Übergang. Was können Sie mir über meinen Vater erzählen? Er war ein Freund und was er mit mir geteilt hat, war vertraulich. Aber ich kann Ihnen sagen, dass der Alec Ryder, den er der Welt gezeigt hat, nur ein kleiner Teil des Ganzen war. Er glaubte, er müsse als Anführer totales Selbstbewusstsein ausstrahlen. Mit mir teilte er seine Ängste und Zweifel. Oder zumindest einige davon. Ich empfand das als großes Kompliment. War nett, mit Ihnen zu reden, Raker. Ich stehe zu Ihrer Verfügung, Ryder. Ja, danke schön. Die anderen kennen wir ja schon. Ich versuche nochmal mit Cora zu reden. Und dann geht's auf jeden Fall... Hey, Ryder. Ja, danke schön. Dann geht's auf jeden Fall wieder zurück auf die Nexus und, Quatsch, auf die Tempest. Und dort werden wir dann endgültig, unsere Reise weiterführen und uns weiter ins All stürzen. Und, naja, irgendwann auf Meridian den Archon, hoffentlich endlich platt machen.
Schauen wir mal. Quartierende Nexus werden in Kürze gewartet. Ein Hoffnungsschimmer für alle, die durch ihren Dauerbetrieb um den Schlaf gebracht wurden. Ja. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. So, ich würde mal sagen, ich gehe noch auf die Nexus zurück, aber verabschiede mich schon mal hier. Leute, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Tschüss.